So. Ich glaube, wir sind sogar zur richtigen Adresse gefahren. Sean! 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 Der müsste doch hier sein, oder? Hallo, geht doch rüber. Sean! Sean! Kannst du mich hören? Daddy's hier. Oh je. Ich hole dich da raus. Scheiße, verdammt. Irgendwas muss es doch geben. Irgendwas muss es doch geben hier. Irgendwie so ein Eisenrohr oder sowas, irgendwie was es kaputt brechen kann. Aber komm. Ah, hier. Boah, Spannung pur. Das muss doch gehen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, 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 ja. Du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, ja. Ja, Mann, ja, Mann, ja, 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 ja. Ja, ja. Du schaffst das, Alter. Oh, komm. Nein, komm, 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 komm. Nichts, Sean, bitte. Nein, 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 nein. Du musst atmen. Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Nein. Ja, 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 ja. Sean. Oh, Sean. Ja. Du bist nicht tot. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Ethan. Was tust du hier? Suchst du immer noch in einer Story? Ich weiß, wer der Killer ist, Ethan. Ich habe Beweise. Glückwunsch, Ethan. Oh, oh. Geschafft. Sie sind der Vater, den ich all die Jahre gesucht habe. Der sein Leben für das Leben seines Sohnes opfert. Sie haben doch, was sie wollten. Die Tests sind vorbei. Lassen Sie uns jetzt gehen. Ich fürchte, das geht nicht. Ihre Freundin kennt mein Geheimnis und ich habe nicht vor, ins Gefängnis zu gehen. Ich muss sie leider töten. Beide. Tut mir leid. Es geht nicht anders. Nein! Nein, was? Nein! Was? Nein, ich will nochmal! Nein! Nein, ich... Ich hab doch noch... ich hab den roten gedrückt. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein! Ach, komm schon. Ich will eine zweite Chance.
Ach komm, das gibt's doch nicht. Weißt du, in den wichtigsten Szenen darfst du nur einmal drücken. Und sonst, weißt du, so lächerlich, kannst du dich viermal verdrücken oder so. Oh oh. Au. Komm. Wow. Boah, das war knapp. Lauf ich richtig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haha. Nein, lass das. Was? Ich hab doch gedrückt. Was? Boah, ich hasse Quicktime. Ich drück doch die ganze Zeit. Alter. Ich drück doch die ganze Zeit. Na komm. Geh, 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 geh. Hä? Ich drück die ganze Zeit L1 und R1. Was soll denn das? Ich drück doch die ganze... Hä? Oh, Alter. Ich schwitze hier Blut und Wasser gerade. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Na toll. Das ist das beste Versteck ever. Ich glaube, der ist sauer. Okay. Okay. Oh nein, 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 nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Komm nochmal! Drück ab! Mann, nochmal! Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Maas, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Und hier wohnen wir jetzt? Nur wenn du es wirklich möchtest. Wir können natürlich auch etwas anderes Schönes suchen. Es ist mir egal, wo wir wohnen. Hauptsache, wir sind zusammen. Nichts und niemand bringt
uns je wieder auseinander. Wir halten fest zusammen. Wie Kleber. Kann ich mir ein Zimmer aussuchen? Sicher, mein Großer. Okay, dann können wir hier bleiben. Unser nächster Gast ist im Gespräch für den Pulitzer-Preis für ihre bemerkenswerte Reihe von Artikeln über den Origami-Killer-Fall. Ihr unglaublicher Mut und ihr Engagement führten zur Verhaftung des meistgesuchten Kriminellen des Landes und retteten einen kleinen Jungen. Heute Abend begrüße ich eine Frau, die man mit Fug und Recht als wahre Heldin bezeichnen kann. Madison Page. Guten Abend. Danke, dass Sie hier bei uns sind. Man sagt über Sie, dass Sie entschlossen und mutig seien. Zwei Eigenschaften, die Sie zweifelsohne zum Überleben brauchten in dieser wirklich unglaublichen Geschichte. Hatten Sie irgendwann Angst um Ihr Leben? Danke, Miss Page. Ich bewundere sehr, was Sie getan haben. Danke. Für John, bitte. Wir brauchen mehr Journalisten wie Sie, Miss Page. Gut, dass Sie den Mistkerl geschnappt haben. Danke. Wie heißen Sie? Vincent. Hervorragende Ermittlungsarbeit, Miss Page. Sie sind eine mutige Frau. Sie verdienen einen besseren Gegner. Jemanden, der kaltblütiger ist. Die Beerdigung ist in 2 Tagen in einem gottverlassenen Kaff irgendwo hinter Washington. Und ich werde nicht drumherum kommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kamen nicht so gut klar. Kein Problem. Das verstehe ich. Sir, ich habe noch die Brille. Was wird damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen.
Er war mein Sohn, Scott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Ja, das war Heavy Rain und es bleiben viele Fragen offen. Es gibt ja zig verschiedene Enden. Zum einen frage ich mich zum Beispiel, wer war im Buchladen bei Madison, der das Buch unterschrieben haben wollte? Wer war das gewesen, der gesagt hat, sie brauchen ein... stärkeren Gegner oder irgendwie sowas hat er der gesagt gehabt. Wer war das? Und des Weiteren, was ist jetzt mit Madison generell? Sind die jetzt zusammen mit Dings? Oder auch nicht? Und wie sieht's aus mit dem FBI-Typen? Warum ist der denn jetzt in dieser Brille drin? Virtual Reality war 2012 anscheinend schon ein großes Thema für zumindest Quantic Dreams, die Entwickler. Finde ich sehr interessant. Sind einige, wie gesagt, einige Sachen, die ich gerne noch... man versteht mich kaum. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich kann leider jetzt hier die... ich werde es gleich nochmal erwähnen. Ich mache es gerade für YouTube nochmal eben schnell, weil da kann ich ja den Regler leise machen. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher... Ich bin mir nicht ganz sicher, was es jetzt auf sich hat mit diesem FBI-Agenda. Wie gesagt, dass er jetzt da in der Brille ist und dass halt, ja, wie gesagt, der Typ im Buchladen bei Madison, wer das war, würde ich gerne wissen. Und ob da vielleicht irgendwann mal ein zweiter Teil kommt. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig drauf, seitdem ich das damals gespielt habe auf der PS3. Aber gut... Da müssen wir abwarten, ob da noch was kommt.
ein anderes Projekt war ja gewesen, oder ist ja gewesen, Beyond Two Souls. Das kommt ja als nächstes hier auf meinem Channel. Und das andere ist ja dieses... Wie schimpft sich das denn nochmal? Das haben Detroit Become Human, glaube ich. Das ist, glaube ich, das nächste Projekt nach Beyond Two Souls. Und, ja, ich bin sehr gespannt, ob die Heavy Rain 2 machen. Wahrscheinlich erst für die nächste Konsolengeneration. Wahrscheinlich für die PlayStation 5 dann. Ja. Aber Wahnsinn. Es hat trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß hat es gemacht, auch nochmal zu spielen. Wie gesagt, bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her gewesen, habe ich ja im Let's Play erwähnt. Ich habe es ja das letzte Mal, ach genau, Fahrenheit kommt ja auch noch raus. Stimmt, auch noch von denen. Also zwei große Titel noch von denen noch in der Mache. Ich freue mich sehr drauf. Und ob danach dann Heavy Rain 2 kommt, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ne, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, 2012 kam es raus. Ich glaube, 2012 oder 2013, glaube ich, habe ich es gespielt auf der PS3. Und da ist schon ein bisschen her. Und ich hatte auch ein bisschen alles so einigermaßen, hatte ich es noch im Kopf gehabt, aber ich wusste nicht mehr genau, wer es jetzt war. Also von so an kam es trotzdem sehr überraschend. Es hatte, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das nochmal zu spielen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also Leute, es ist momentan auch, glaube ich, im PSN-Store im Angebot. Also für dich auf YouTube fällt es ja eh weg, weil ich glaube, wenn das Video rauskommt, glaube ich, dann ist es, glaube ich, oder? Kann sein, dass es dann noch im Angebot ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und die Musik ist gerade sehr laut. Nee, aber wie gesagt, es lohnt sich definitiv. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Projekt hier auf meinem Channel. Und zwar auf, ja, Beyond Two Souls. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Kracher-Titel. Da bin ich sehr gespannt. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich das Ganze mit Facecam spielen soll oder ohne. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, bei so einem Spiel werde ich das, glaube ich, aber ohne... Ich werde das ohne Cam spielen, weil dann kommt die Atmosphäre, ist, glaube ich, besser und ich kann mich auch ein bisschen besser so mit dem Spiel identifizieren, als wie wenn da oben, sag mal, rechts oder links irgendwie im Bild so meine Hackfresse drin ist. Ich glaube, das nimmt sehr viel vom Spiel weg. Deswegen habe ich mich auch entschieden, bei dem Let's Play halt, ja, wie gesagt, keine Kamera zu nehmen. Ja, Wahnsinn. Das ist noch so gut funktioniert, auch auf der PS4. Unglaublich. Also, vor allen Dingen auch, es war ja wie ein Film. Es war ja wie ein spielbarer Film, spielbarer Krimi, kann man sagen. Naja, die ganze Zeit bist du selber überlegen, wer kann es sein, wer ist es, wer steckt da noch mit hinter... Und tralala und so, und das war schon recht cool. Also das hat schon echt eine Menge Spaß gemacht. Und ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Titel. Na? Quantic Dream, would like to thank all our friends and families. Jawohl. Cool. Also richtig, richtig geil. Richtig geiler Titel. Heavy Rain. Lohnt auf jeden Fall, Leute. Holt es euch. Und, ja, wie gesagt, das war Heavy Rain hier, im Let's Play, im Live-Let's Play. Und, ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Spiel, falls du jetzt gerade guckst auf YouTube. Wir sehen uns dann, ich denke mal, wahrscheinlich bei Beyond Two Souls wieder. Oder, ja, wenn Bioshock dann kommt, bei Bioshock. Oder bei Homefront muss ich ja auch noch aufnehmen, werde ich wahrscheinlich morgen machen oder übermorgen. Und dann sehen wir uns wieder. Es hat mich gefreut, ja, es zu spielen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest im nächsten Video. Und verabschiede mich jetzt erstmal mit einem Tschü mit Ü. Bis demnächst. Tschüss.